Herzlich willkommen zum Berufswahl-Interview an der Berufsmesse Zürich 2019 hier in Oerlikon. Ich habe Remo von Justi bei mir. Remo, was ist Justi oder was macht ihr für die Jungen, die auf Lehrstellensuche sind? Jetzt erstmal danke für die Einladung. Und Justi ist die Lehrstellenplattform in der Schweiz. Das heisst, Schüler können sich zum einen mal orientieren über alle Berufe, die es gibt. Es gibt immerhin etwa 250 Lehrberufe in der Schweiz. Und die meisten Schüler wissen sicher nicht über alle Lehrberufe Bescheid. Und schlussendlich geht es aber auch darum, dass sie über Justi direkt Schnupper lehren und Lehrstellen suchen können. Plus sich direkt gerade bei den Firmen darüber bewerben. So schnell, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du dich dazu entschieden, ich will aus meinem Beruf anderen helfen, einen Beruf zu finden? Ja, ich denke, es ist etwas mega Wichtiges. Also gerade die erste Ausbildung. Ich selber habe auch eine Lehre gemacht und es ist etwas, das einen mega prägt. Es heisst nicht, dass man dann das ganze Leben noch auf dem weiterarbeiten wird, aber es ist mega wichtig, eine gute Erstausbildung zu machen. Und ich finde Berufslehre halt etwas, das einem sehr viel gibt als Ausbildung, aber auch sonst so ein bisschen fürs Leben. Es ist aber sehr ein schwieriges Alter, 14, 15, um da irgendwie einen Beruf auszuwählen. Und wir möchten, oder ich möchte auch einen Teil beitragen, um eben die Jugendlichen zu unterstützen in dieser Phase. Und das machen wir mit Justi. Möchten wir das machen? Das ist unser Ziel und ich glaube, das machen wir auch ganz gut bis jetzt. Hier an der Berufsmesse bringen dir die Jugendlichen eigentlich auch bei, wie man richtige Fotos macht, Bewerbungsfotos, Bewerbungsunterlagen. Hast du einen Tipp, was ist das Wichtigste bei einer guten Bewerbung? Oder vielleicht, wo passieren die meisten Fehler? Ja, also ich denke, eine gute Bewerbung ist, entscheidet sich schon mal, ja, ist sie individuell. Also, es gibt ja Bestandteile von einer Bewerbung, sind eigentlich drei Sachen. Das ist das Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf und Zeugnis, wo grundsätzlich in jede Bewerbung reinkommen. Und dort der Unterschied macht eigentlich nur immer das Bewerbungsschreiben. Die anderen zwei Sachen, die sind irgendwie gegeben. Zeugnis kann man nicht ändern und der Lebenslauf ist halt auch so, wie er ist, grundsätzlich. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man in einem Bewerbungsschreiben individuell auf die Firma eingeht. Und dass das immer bei jeder Bewerbung muss das ein bisschen anders sein, oder? Das ist sicher sehr wichtig. Das ist nur wegen Fehler gefragt. Da hören wir schon auch oft von den Firmen, sind mehrheitlich Flüchtigkeitsfehler. Es ist leider oft der Fall, dass der Name, die Ansprechperson nicht die richtige ist oder dass die nicht angepasst wird von einem alten Schreiber. Das ist sehr schade, weil das gibt einfach einen schlechten ersten Eindruck. Fehlende Unterlagen. Ist auch öfters ein bisschen der Fall. Plus, was noch dazu kommt, was wird noch oft genannt? PDF-Dokumente. Entweder alle einzeln, jedes Zeugnis einzeln, oder noch nicht gut benannt. Also man sollte eigentlich ein Dokument, einen Lebenslauf so benennen, was auch drin ist. Und nicht irgendwie etwas Komisches. Es ist immer so, es geht vielfach dort auch um den ersten Eindruck. Und das machen wir halt auch schon dort. Mit den Dokumenten. Justi steht ja für Your Style und das sollte man vielleicht auch ein bisschen beachten, dass man seinen eigenen Stil ein bisschen reinbringt in die Bewerbungen. Gibt es too much von Kreativität oder so vom eigenen Stil? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es kommt auch auf den Beruf drauf an. Also, ich sage jetzt, wenn man einen gestalterischen Beruf lernen oder sich für das bewirbt, dann macht es durchaus Sinn, dass man vielleicht auch ein Titelblatt bei der Bewerbung gestaltet. Bei anderen Bewerbungen, KV, Informatik, so, ist das vielleicht nicht so ausschlaggebend. Dort geht es mehr darum, wirklich, was man drin schreibt, weil ja auch Kommunikation eine wichtige Fähigkeit in diesem Beruf ist. Also es kommt mega auf den Beruf drauf an. Your Style, hast du schön gesagt, das ist ja so, es geht wirklich darum, für den Schüler seine Lehrstelle zu finden, den richtigen Beruf zu finden und aber auch wirklich bei der Bewerbung halt seine eigene Bewerbung zu machen. Und das sagen uns wirklich Berufsbildner auch. Sie haben lieber Schreibfehler in der Bewerbung, anstatt dass sie merken, dass auch die Mutter oder Vater geschrieben hat oder es ist einfach kopiert aus dem Internet von einem Beispiel. Aber es ist gespürt dafür, ein bisschen wirklich, dass der Schüler dran gesessen ist und dass er ihnen will wirklich sagen, warum er für die Lehrstelle sollte in Frage kommen. Das heisst, eigentlich eine richtige Bewerbung muss nicht unbedingt perfekt sein, sondern es muss einfach persönlich sein und vielleicht auch authentisch. Jetzt gibt es auch von der Seite vom Betrieb Regeln, weil ich habe auch schon gehört, dass sich Jugendliche beworben haben, aber keine Antwort mehr bekommen haben. Gibt es irgendwelche Regeln, die vielleicht auch den Bewerbenden schützen?
Ja, also grundsätzlich das tun wir den Schülern auch so kommunizieren. Man soll, nachdem man eine Bewerbung geschickt hat, wenn man 10 bis 14 Tage nichts gehört hat, darf man wirklich nachfragen. Weil vielleicht ist es wirklich untergegangen. Wir empfehlen gerade das Telefon mit Hand zu nehmen und anzuläuten. Es ist aber auch wichtig, dass man das Mail checken. Es kann gut sein, das ist leider auch öfters der Fall, dass Firmen nicht zurückschreiben und der Schüler sieht das nicht. Und die Firmen hören von den Schülern auch oftmals nichts mehr. Wichtig sicher auch Spam-Ordner checken ab und zu und überhaupt E-Mails regelmässig anschauen, weil das ist in diesem Alter vielleicht noch nicht so der Fall, dass man die E-Mails regelmässig anschaut und dass man einfach sich das auch vornimmt, in der Bewerbungsphase die E-Mail regelmässig anschauen. Wenn man aber wirklich nichts gehört hat, unbedingt nachfragen. Wir warten auf die Zeit, wo man dann eine Bewerbung über WhatsApp schnell schicken kann. Dann würden es wahrscheinlich alle merken. Was ist jetzt, wenn man sich bewirbt, es klappt, man kommt die Lehrstelle über, man merkt aber im Verlauf der Lehre, es passt einfach nicht, es ist nicht mein Beruf. Wie soll man damit umgehen? Das hoffen wir natürlich nicht. Wir versuchen auch wirklich, am Schüler eben Orientierung zu geben, dass das möglichst nicht passiert. Aber es kommt halt vor, oder? Und in dem Fall empfehlen wir auf jeden Fall immer das Gespräch suchen. Ich würde persönlich zuerst im familiären Umfeld, am besten mit den Eltern mal darüber reden, weil die merken ja eh auch, dass wahrscheinlich etwas nicht stimmt. Über das reden, sagen, mir gefällt es nicht. Und dann vielleicht auch mit den Eltern zusammen auf den Berufsbildner zugehen, weil der hat auf jeden Fall ein Verständnis für das. Und es ist wichtig, dass man über das redet, wenn man merkt, vielleicht ist es nicht das Richtige, mit Leuten darüber reden. Und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Im schlimmsten Fall muss man vielleicht eine Lehre abbrechen. Es sollte wirklich der allerletzte Schritt sein. Aber darum unbedingt Gespräche mit Leuten suchen, die auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben und so weiter. Und ja, es gibt auch in Zürich gibt es das Amt für Berufsbildung, wo man sich auch daran wenden kann in so Fällen. Ich würde aber zuerst mal im eigenen Umfeld das Gespräch suchen in so Fällen. Ja, danke vielmals. Jetzt vielleicht noch am Schluss noch einen ganz wichtigen Tipp für alle, die jetzt auf der Berufssuche sind. Irgendetwas, was ihnen mitgehst auf den Weg? Ja, ich finde ganz wichtig, gehen möglichst viel schnuppern. Nutzen die Zeit, die ihr bekommt. Nutzen vor allem auch das Angebot von der Berufsmesse, um einfach mal kurz Berufe kennenzulernen. Ja, und viel Erfolg bei der Lehrstellensuche. Lieber Imo, danke vielmals, dass du da warst. Weitere Berufsmess-Interviews findest du auf radio4tng.ch zum Nachhören und auf unserem YouTube-Kanal zum Nachschauen. Und übrigens, unsere VIP-Short-Interviews findest du auf Instagram.